Kapitel 2. Ich kroch weiter nach hinten. Das Baumhaus war kaum 4 Quadratmeter groß und nicht mal Gerald konnte darin aufrecht stehen. Aber ich liebte es. Es gab nur die Öffnung, durch die man hineinkam, und ein winziges Fenster an der Hinterwand. Ich hatte einen alten Dritthocker in die Ecke gestellt, der als Tisch für die Kerze diente, und einen kleinen Läufer auf den Boden gelegt, der schon so abgetreten war, dass man fast auf den bloßen Brettern hockte. Alles war sehr karg, aber es war mein Zufluchtsort. Unser Zufluchtsort. Bitte nenn mich nicht so. Erst meine Mutter, dann May und jetzt auch noch du. Das nervt. Astons Blick nachzuschließen, nützte mein Einwand rein gar nichts. Er lächelte. Geht nicht anders. Du bist das schönste Wesen, das ich jemals gesehen habe. Du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich das auch sage, wenn ich schon einmal Gelegenheit dazu habe. Er nahm mein Gesicht in beide Hände und ich schaute tief in seine Augen. Das reichte aus. Seine Lippen berührten meine und ich konnte an nichts anderes mehr denken. Es gab kein Casting mehr, keine mittellose Familie, nicht einmal Elia selbst. Nur noch Astons Hände auf meinem Rücken, sein Atem auf meinen Wangen. Meine Hände strichen über seine schwarzen Haare, die noch feucht waren vom Duschen. Er duschte immer nachts und sich von selbst zu einem perfekten kleinen Knoten zusammengedreht hatten. Aston roch nach der selbstgemachten Seife seiner Mutter. Ich träumte oft von diesem Duft. Als wir uns voneinander lösten, lag ein Lächeln auf meinem Gesicht. Er saß breitbeinig da und ich setzte mich auf ein Bein, wie ein Kind, das gewiegt werden will. Tut mir leid, dass ich nicht besser gelaunt bin. Es ist wegen... Wir haben heute diese blöde Mitteilung bekommen. Ah ja, der Brief. Aston seufzte. Wir haben 2 gekriegt. Natürlich, die Zwillinge waren gerade 16 geworden. Aston betrachtete mich eingehend. Das tat er immer, wenn wir zusammen waren. Als müsse er sich mein Gesicht neu einprägen. Wir hatten uns über eine Woche nicht gesehen und wurden immer unruhig, wenn mehr als ein paar Tage zwischen unseren Treffen lagen. Und auch ich schaute ihn an. Aston war, von allen Kasten, bei weitem der am tollsten aussehendste Typ der Stadt mit seinen schwarzen Haaren, den grünen Augen und dem geheimnisvollen Lächeln. Er war groß, aber nicht so groß. Und dünn, aber nicht zu dünn. In dem schummrigen Licht sah ich, dass er dunkle Schatten unter den Augen hatte. Vermutlich hatte er die ganze Woche bis in die Nacht hinein gearbeitet. Sein schwarzes T-Shirt war an mehreren Stellen ebenso fadenscheinig wie die alte Jeans, die er fast jeden Tag trug. Wenn ich sie nur für ihn flicken könnte, das war mein größter Wunsch. Nicht Prinzessin von Elea zu werden, sondern Aston's Prinzessin. Es war schmerzhaft, nicht immer bei ihm sein zu können. An manchen Tagen wurde ich fast verrückt, weil ich so oft an ihn dachte. Wenn ich es nicht mehr aushalten konnte, machte ich Musik. Ich musste Aston im Grunde dankbar sein, weil ich seinetwegen zu einer besseren Musikerin wurde. Wir verstießen gegen das Gesetz. Aston war eine 6. Sechser waren Bedienstete und nur deshalb eine Kaste höher als die 7er, weil sie besser ausgebildet und auf Hausarbeit spezialisiert waren. Aston sah umwerfend aus und war klüger als alle ahnten. Aber es gehörte sich nicht für eine Frau, jemanden aus einer niedrigeren Kaste zu heiraten. Der Mann konnte zwar um ihre Hand anhalten, erhielt aber nur selten eine Zusage. Und jeder, der in eine andere Kaste einheiratete, musste Formulare ausfüllen und an die 90 Tage warten, bevor die anderen rechtlichen Schritte erfolgen konnten. Angeblich war das so, damit man Zeit hatte, sich noch alles anders zu überlegen. Wie auch immer, wenn man uns beide so spät nach der Sperrstunde und in dieser Lage entdecken würde, bekämen wir ernsthafte Probleme. Ganz zu schweigen von dem Donnerwetter, das ich von meiner Mutter zu hören bekommen würde. Aber ich liebte Aston nun mal, seit fast 2 Jahren, und er liebte mich. Wie wir da saßen und er mir übers Haus strich, konnte ich mir nicht vorstellen, an dem Casting teilzunehmen. Ich war doch schon verliebt. Was denkst du darüber? Über das Casting meine ich, fragte ich ihn.
Das geht schon klar, denke ich. Er muss ja irgendwie ein Mädchen finden, der arme Bursche. Der Sarkasmus in Espens Stimme war unüberhörbar, aber ich wollte seine wirkliche Meinung hören. Espen, schon gut. Naja, einerseits finde ich es irgendwie kläglich. Kann sich der Prinz mit niemandem verabreden? Ich meine, kriegt er allen Ernstes kein Mädchen ab? Wenn sie die Prinzessinnen mit Prinzen aus anderen Familien verheiraten, warum machen sie das mit ihm nicht genauso? Er muss doch irgendwo ein Mädchen aus einer königlichen Familie geben, das zu ihm passt. Ich kapiere das nicht. Soweit dazu. Aber andererseits? Er seufzte. Irgendwie finde ich die Idee auch gut. Aufregend. Er wird sich verlieben und dabei vom ganzen Volk beobachtet werden. Und ich finde die Vorstellung schön, dass die beiden dann zusammen glücklich sind bis an ihr Lebensende. Und so, dass jedes Mädchen aus Elea Königin werden könnte. Das macht Hoffnung. Dann könnte ich vielleicht auch so glücklich werden. Er strich über meine Lippen. Seine grünen Augen blickten in mein Innerstes und ich spürte diese tiefe Verbindung, die ich bislang nur mit ihm empfunden hatte. Ich wollte auch, dass wir zusammen glücklich sein konnten, bis an unser Lebensende. Dann bestärkst du die Zwillinge darin, dass sie teilnehmen sollen? Fragte ich. Ja, ich meine, wir haben den Prinzen ab und an gesehen. Er scheint ganz in Ordnung zu sein. Bestimmt ziemlich eingebildet, aber freundlich. Und die Mädchen sind so verrückt auf das Casting, das ist echt witzig. Sie sind durchs Haus getanzt, als ich heute heimkam. Und für unsere Familie wäre es gut. Meine Mutter macht sich Hoffnungen, weil wir gleich 2 Bewerbungen abschicken können. Das war der erste erfreuliche Gedanke zu diesem schrecklichen Wettbewerb. Ich schämte mich, weil ich nur an mich und nicht an Espens Schwestern gedacht hatte. Wenn eine von ihnen in die engere Auswahl käme und Siegerin würde. Espen, ist dir bewusst, was das bedeuten würde? Wenn Camper oder Celia gewinnen würden? Er zog mich dichter zu sich, küsste mich zart auf die Stirn und streichelte mir den Rücken. Daran habe ich den ganzen Tag gedacht, antwortete er. Der kehlige Klang seiner Stimme vertrieb jeden anderen Gedanken aus meinem Kopf. Ich konnte nur noch an Espens Berührungen und seine Küsse denken. Aber dann hörte ich, wie sein Magen laut knurrte. Ich habe uns übrigens was zu essen mitgebracht, sagte ich beiläufig. Ach ja? Ich merkte, dass er nicht begierig klingen wollte, aber es gelang ihm nicht ganz. Hühnchen, wird dir schmecken. Ich habe es selbst gekocht. Ich reichte ihm meine Mitbringsel und er gab sich sichtlich Mühe, betont langsam zu essen. Ich biss einmal in den Apfel, um ihm Gesellschaft zu leisten, bei seinem Mahl, aber den Rest ließ ich für ihn übrig. Bei mir zu Hause musste man sich auch Sorgen um die Mahlzeiten machen. Aber bei Espen war es noch viel schlimmer. Er hatte zwar regelmäßig Arbeit, wurde aber viel schlechter bezahlt. Und so gab es nie genug zu essen für seine Familie. Espen war das älteste von 7 Kindern. Und so wie ich ihn zu unterstützen versuchte, unterstützte er seine Familie. Seine Portionen überließ er häufig den jüngeren Geschwistern und der Mutter, die immer erschöpft war von der Arbeit. Sein Vater war vor 3 Jahren gestorben und seitdem musste Espen die Familie alleine ernähren. Ich sah zufrieden zu, wie Espen sich die Soße von den Fingern leckte und das Brot einverleibte. Vermutlich hatte er eine halbe Ewigkeit nichts mehr gegessen. Du kannst toll kochen, sagte er und biss in den Apfel. Eines Tages wirst du jemanden fett und glücklich machen. Dich werde ich fett und glücklich machen. Das weißt du doch. Ah, fett sein. Wir lachten und dann berichtete er, wie es ihm seit unserem letzten Treffen ergangen war. Er hatte Büroarbeit für die Fabriken gemacht, ein Job, der ihm auch noch durch die nächste Woche bringen würde. Seine Mutter hatte endlich mehrere sichere Putzjobs bei 2 in unserer Wohngegend gefunden. Die Zwillinge allerdings waren traurig, weil sie ihre Theatergruppe
nach der Schule aufgeben mussten, um Geld zu verdienen. Ich werde mal schauen, ob ich sonntags noch zusätzlich arbeiten kann. Ich finde es schrecklich, wenn die beiden etwas aufgeben müssen, das sie so sehr lieben. Er hörte sich an, als sei es ihm absolut ernst mit diesem Plan. Espenliga, das lässt du schön bleiben. Du arbeitest doch ohnehin schon zu viel. Amen, raunte er mir ins Ohr und sofort bekam ich Gänsehaut. Du kennst doch Camber und Celia. Die müssen unter Menschen sein. Man kann sie nicht einsperren und die ganze Zeit putzen oder Schreibarbeiten machen lassen. Das tut ihnen nicht gut. Aber die anderen können auch nicht erwarten, dass du alles im Alleingang schaffst, Espen. Ich weiß, dass du für deine Schwestern empfindest. Aber du musst auch auf dich aufpassen. Wenn du sie wirklich liebst, solltest du besser für ihren Ernährer sorgen. Mach dir keine Gedanken mehr. Ich glaube, es ist allerhand Gutes in Aussicht. Irgendwas wird sich bestimmt bald ändern. Nur, dass seine Familie immer Geld brauchen würde. Ich weiß, was du schaffen kannst, Espen. Aber du bist kein Superheld. Du kannst den Menschen, die du liebst, nicht alles bieten, was sie sich wünschen. Deine Kräfte sind auch nicht unerschöpflich. Wir blieben eine Weile stumm. Ich hoffte, dass Espen sich meine Worte zu Herzen nehmen und sich nicht komplett verausgaben würde. Es kam immer wieder vor, dass Sechser, Siebener oder Achter vor Erschöpfung starben. Diese Vorstellung war mir unerträglich. Ich umschlang ihn fester, um das Schlimmste aus meinem Kopf zu vertreiben. America? Ja, flüsterte ich. Wirst du an dem Casting teilnehmen? Nein, natürlich nicht. Es soll sich bloß niemand einbilden, dass ich irgendeinen Fremden heiraten würde. Ich liebe dich, sagte ich ernsthaft. Willst du eine Sex werden? Immer Hunger und Sorgen haben? Fragte er. Ich hörte den Schmerz in seiner Stimme. Aber er wollte es wirklich wissen. Wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Palast mit Dienern oder der Dreizimmerwohnung mit Estens Familie, wofür würde ich mich entscheiden? Wir werden es schaffen, Espen. Wir sind findig und werden schon zurechtkommen. Das versuche ich mir auch selbst einzureden. Du weißt, dass es so nicht laufen wird. Mehr. Ich werde weiterhin meine Familie ernähren müssen. Ich lasse niemanden im Stich. Und falls wir Kinder hätten... Wir werden auf jeden Fall Kinder haben, sagte ich. Aber wir passen auf, ja? Wer sagt denn, dass wir mehr als zwei kriegen müssen? Du weißt, dass wir darüber nicht bestimmen können. Ich hörte die unterdrückte Wut in seiner Stimme. Und ich konnte sie ihm nicht verdenken. Wenn man reich war, könnte man seine Familie planen. Gehörte man aber zu einem Vierern oder einer noch niedrigeren Kaste, blieb man sich selbst überlassen. Espen und ich hatten in den letzten Monaten immer wieder Streit bekommen, sobald wir versuchten, uns ein gemeinsames Leben vorzustellen. Kinder waren das große Wagnis. Je mehr man hatte, desto mehr konnten auch arbeiten. Aber es gab eben auch viele hungrige Mäuler zu stopfen. Wir verfielen wieder in Schweigen. Espen war temperamentvoll und neigte bei Diskussionen zum Jähzorn. Er hatte aber gelernt, sich zu beherrschen. Und ich wusste, dass er sich jetzt darum bemühte. Ich wollte nicht, dass er beunruhigt war oder sich Sorgen machte. Ich glaubte tatsächlich, dass wir zurechtkommen würden. Wenn wir unsere Stärken nutzen würden, könnten wir alles Mögliche ausgleichen. Vielleicht war ich zu optimistisch oder zu verliebt. Aber ich war fest davon überzeugt, dass Espen und ich alles erreichen konnten, was wir wollten, wenn wir nur fest genug daran glaubten. Ich denke, du solltest es machen, sagte er unvermittelt. Was? Dich für das Casting bewerben. Ich starrte ihn aufgebracht an. Bist du verrückt? Hör mir zu, Mer, raunte er mir ins Ohr. Das wäre nicht fair von ihm, weil er genau wusste, dass mich das ganz durcheinander brachte. Seine Stimme klang so kehlig und zärtlich,
als wolle er mir etwas Romantisches sagen. Doch das Gegenteil war der Fall. Wenn du es besser haben könntest im Leben und du würdest diese Chance nicht nutzen, das könnte ich mir niemals verzeihen. Das könnte ich einfach nicht ertragen. Ich atmete heftig aus. Es ist doch sowieso Blödsinn. Da werden sich Tausende bewerben. Ich würde es nicht mal in die Endrunde schaffen. Dann kannst du dich ja genauso gut anmelden. Er streichelte meine Arme. Wenn er das tat, war ich außerstande, ihm zu widersprechen. Ich will doch nur, dass du es versuchst. Wenn du in die Endrunde kommst, nimmst du daran teil. Und wenn nicht, muss ich mir jedenfalls nicht vorwerfen, dass ich dir im Weg gestanden habe. Aber ich liebe den Prinzen nicht, Aston. Ich mag ihn nicht. Ich kenne ihn nicht mal persönlich. Niemand kennt ihn persönlich. Und das kommt noch hinzu. Vielleicht würdest du ihn dann ja noch doch mögen. Hör auf, Aston. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Er küsste mich zärtlich. Und wenn du mich liebst, ziehst du das durch, damit ich mir keine Vorwürfe machen muss. Immer, wenn er sich selbst ins Spiel brachte, war ich wehrlos, weil ich ihn nicht kränken konnte und alles tun wollte, um ihm das Leben zu erleichtern. Und letztendlich würde ich recht behalten. Es war ausgeschlossen, dass ich das Casting gewinnen würde. Ich konnte das Ganze also ruhig mitmachen, damit alle zufrieden waren. Und falls ich nicht Siegerin wurde, würden alle das Thema schnell vergessen. Wenn meine Mutter merkte, dass ich willig war, würde sie vielleicht sogar ein Auge zudrücken, sobald Aspen genug Geld gespart hatte und um meine Hand anhalten würde. Bitte, raunte er mir ins Ohr und mein Körper schien zu schmelzen. Also gut, flüsterte ich, mache es. Aber du musst wissen, dass ich nicht irgendeine Prinzessin sein möchte, sondern nur deine Frau. Er streichelte mein Haar. So wird es sein. Vielleicht bildete ich es mir ein, aber ich hätte schwören können, dass ihm Tränen in die Augen traten. Esben hatte viel durchgemacht, aber ich hatte ihn nur einmal weinen sehen, als sein Bruder auf dem Marktplatz ausgepeitscht wurde. Der kleine Jamie hatte auf dem Markt Obst gestohlen. Mit einem Erwachsenen hätte man kurzen Prozess gemacht und ihn, je nach Schwere des Diebstahls, ins Gefängnis geworfen oder zum Tode verurteilt. Weil Jamie aber erst 9 war, wurde er nur ausgepeitscht. Espens Mutter hatte damals nicht genug Geld gehabt, um ihn zum Arzt zu bringen, weshalb Jamies Rücken nun völlig vernarbt war. An jenem Abend hatte ich aus dem Fenster geschaut, um zu sehen, ob Espen ins Baumhaus kommen würde. Als ich ihn erspähte, ging ich sofort rüber. Er weinte eine Stunde lang in meinen Armen und sagte, wenn er nur mehr gearbeitet und mehr verdient hätte, dann hätte Jamie nicht stehlen müssen. Es sei so ungerecht, dass Jamie leiden musste, nur weil er versagt hätte. Es war qualvoll, sich das anzuhören, denn natürlich war es nicht wahr. Aber es hatte keinen Sinn, ihm das zu sagen. Er wollte es nicht hören. Espen trug immer die Bürde aller Wünsche seiner geliebten Menschen mit sich herum. Da ich das wunderbarerweise einer von ihnen war, versuchte ich meine Last möglichst klein zu halten. »Singst du mir ein Schlummerlied?«, fragte er jetzt. Ich lächelte. Es machte mir immer Freude, ihm vorzusingen, und ich sang leise ein Schlaflied für ihn. Nach ein paar Minuten begann er gedankenverloren, meine Schläfe zu streicheln. Dann küsste er meinen Hals und meine Ohren, schob meinen Ärmel hoch und ließ seine Lippen über meinen Arm wandern. Mein Atem ging schneller. Das machte Espen immer, wenn ich für ihn sang. Vielleicht genoss er mein heftiges Atmen sogar noch mehr als meine Lieder. Kurz darauf lagen wir zusammen auf dem schäbigen Läufer. Espen zog mich an sich und meine Hände strichen über seine festen Haare, was sich wunderbar anfühlte. Er küsste mich hart und verlangend und seine Finger gruben sich in meine Taille, meinen Rücken, meine Hüften, meinen Schenkel. Wir waren aber immer vorsichtig
und erlaubten uns nie, was wir wirklich wollten. Immerhin hatten wir schon gegen genügend Gesetze verstoßen. Doch ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendwer in Nelea leidenschaftlicher war als wir. Ich liebe dich, America Singer. Ich werde dich lieben, solange ich lebe. Seine Stimme klang ergriffen und berührte mich tief in meinem Inneren. Ich liebe dich auch, Espen. Du wirst immer mein Prinz sein. Und er küsste mich, bis die Kerze niedergebrannt war. Es mussten mehrere Stunden vergangen sein, seitdem ich zu ihm ins Baumhaus gekommen war. Und meine Lieder wurden schwer. Espen war es einerlei, wie viel er selbst schlief. Aber er achtete immer darauf, dass ich genug Schlaf bekam. Und so stieg ich schließlich müde die Stufen hinunter, um meinen Teller und meinen Penny in der Hand. Espen war ganz verrückt nach meinen Liedern. Und wenn er gerade mal ein bisschen Geld hatte, bezahlte er meinen Gesang mit einem Penny. Ich wollte eigentlich, dass er alles Geld an seine Familie weiterreichte. Aber diese Pennies, die ich aufbewahrte, weil ich es nicht übers Herz brachte, sie auszugeben, waren wie ein Souvenir. Sie erinnerten mich an alles, was Espen für mich tun würde und was ich ihm bedeutete. Auf meinem Zimmer holte ich das kleine Glas aus seinem Versteck und horchte auf den beglückenden Klang, als der Penny sich seinen Artgenossen zugesellte. Dann schaute ich aus dem Fenster. 10 Minuten später sah ich Espen die Stufen hinunterklettern und die Straße entlang huschen. Ich blieb noch ein Weilchen wach, dachte an Espen, meine Liebe zu ihm und das Gefühl, von ihm geliebt zu werden. Ich fühlte mich wie etwas ganz Besonderes, Kostbares, Einzigartiges. Keine Königin konnte sich großartiger fühlen als ich. Und mit diesem Gefühl, sicher verwahrt meinem Herzen, schlief ich ein.